So, hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Ich hatte eben noch relativ weit im Shinra-Gebäude gespielt, bis ich dann erfahren habe, ach, das mit der Arena ist gar nicht da, wo man an sich zur Arena erstmal kommt, sondern da, wo man die Bonuskämpfe machen muss, oder kann, besser gesagt, muss man ja nicht. Das ist erst, wenn man die gute Aeris auch wieder mit dabei hat. Deswegen bin ich mal eben in ein anderes Kapitel wieder gesprungen und ja, jetzt sehen wir uns mal hier weiter um. Jetzt kommt nämlich das, was vorher nicht da war, denke ich mal, dass wir das noch nicht hatten. Denn hier steht jetzt Chatley. Hallo Cloud, ich habe dich erwartet. Wie ich bereits ausgeführt habe, gehöre ich zwar zu Shinra, kämpfe insgeheim aber gegen den Konzern. Das leidenschaftliche Forschen wider jedwede Gefahr habe ich mir wohl bei Professor Hojo abgeschaut. Ziel meiner Forschung ist es, mich von ihm loszulösen. Ich kann nicht viel verraten, nur dass es überaus schwierig ist. Neben der Entwicklung neuer Materia verfolge ich noch ein weiteres neuartiges Forschungsprojekt. Es geht dabei um dich höchstpersönlich, Cloud. Wenn ich die verborgenen Kräfte in dir wecken kann, dann können wir Shinra und Hojo vielleicht vernichten. Darum bitte ich dich, mir weitere Kampfdaten zur Verfügung zu stellen. Deine Gegner werden fiktive Ungetüme und Waffen sein, die ich aus meinen Daten zusammengestellt habe. Wenn du bereit bist, dann geh bitte in diesen eigens konstruierten High-End-Kampfsimulator und stelle dich den virtuellen Schlachten. Gemeinsam werden wir Shinra trotzen. Genau. Ja, mache ich doch sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Wobei ich übrigens auch erfahren habe, dass ich euch wohl eine bestimmte Beschwörung leider nicht zeigen kann. Nämlich Bahamut. Bahamut ist tatsächlich möglich, den hier zu bekommen, aber ich habe ein Problem. Dazu muss man alle Kampfberichte fertig haben. Einen habe ich, glaube ich, fertig, den ich abgeben kann, rein theoretisch. Nämlich den hier, weil da ist ja quasi schon ein Häkchen dran. Da steht auch nicht von das müsste ich irgendwie noch kriegen oder so. Deswegen sollte es eigentlich in Ordnung sein. Aber was ich nicht fertig habe, ist das hier. Mechanismen des Magieverbrauchs. Da habe ich nur 8 von 12. Und ja, dazu müsste ich halt ne sämtliche Magiematerie meistern. Insgesamt 12 Arten. Und ja, irgendwie ist das nicht so gut möglich bei mir gerade. Ich meine, ich habe schon ziemlich viel eigentlich ganz gut gemaxt, ne, wenn ich hier auch auf unsere Materie an sich schaue, die wir hier so drin haben. Ne, hier 3 Sterne, das ist sowieso, ne, Dingens. Hier alle Sterne voll, hier voll. Okay, hier bei Barriere halt, ne, da fehlt ein Sternchen. Aber, ich habe es ja schon die ganze Zeit ausgerüstet, ne, das reicht ja auch schon zum Leveln. Ich hatte es auch zwischendurch nochmal irgendwie benutzt, um das vielleicht ein bisschen zu fördern oder sowas dadurch. Ich weiß ja nicht, aber hat nicht wirklich viel gebracht. Hier Zerstörung ist leider auch noch nicht ganz voll. Das ist hingegen natürlich voll, das ist voll, das ist voll, das ist voll. Ne, hier auch, außer als hier Zeit und Frost zum Beispiel. Und hier ATB-Boost. Aber das meiste, außer bei Aeris, da ist Barriere lustigerweise gemaxt. Ansonsten, naja, ne? Aber insgesamt sind wir eigentlich ganz gut dabei, aber eben halt auch nur gut dabei. Da müsste ich keine Ahnung wie viel machen, um das noch dann jetzt fertigzustellen. Und Bahamut allgemein auch den freizuspielen soll wohl auch allgemein sehr schwierig sein bezüglich des, was Chatley da einem noch zu bieten hat. Deswegen, naja, schauen wir uns das an sich überhaupt mal an. Wenn du bereit bist, dann geh bitte in diesen eigens konstruierten High-End-Kampfsimulator und stelle dich den virtuellen Schlachten. Gemeinsam werden wir Shinra trotzen. Okay, das sind nur diese typischen, die ich jetzt hier bei dir direkt machen kann. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Okay, das Typische konnte ich ihm aber auch irgendwie nicht abgeben, dieses eine, wo nichts mehr stand und eigentlich schon der Haken quasi war. Das ist interessant, verstehe ich zwar nicht, aber egal. Frage ist, wo der Kampfsimulator ist. Ist das hier? Nee, das ist der Aufzug, das ist storybasiert. Wo ist denn der Kampfsimulator? Ich dachte, du gibst mir wieder eine Brille, Idiot. Ach, das ist auch wieder neue Monster, wo ich noch ein bisschen wieder kämpfen und leveln könnte. Für Barriere auf jeden Fall nicht schlecht. Hm, soll ich nochmal zurückgehen? Ist hier der Kampfsimulator? Hier kann ich auf jeden Fall rein.
Red, schubst mich nicht. Was fällt dir ein? Aber hier ist doch eigentlich nur ein Automat. So ganz typisch. Gibt's Sonderangebote wieder mal? Sieht nicht so aus. Ah, hier wahrscheinlich. Oder? Ja, doch, ist anzunehmen. Das hier sieht doch wie eine Arena aus, auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Endlich gefunden. Dann mal los. Was gibt's hier Schönes? Was kann ich mir vielleicht noch holen? Überraschungstüte. Aber hatte ich die nicht sogar schon gemacht? Ja doch, natürlich. Ich sollte auch mir das komplett angucken, was ich schon geschafft habe und was nicht. Hier, Eris kann ich noch machen. Das gleiche, wie was ich schon mit den anderen gemacht habe. Deswegen... Okay. Und dann hier... Ah, okay. Hier, nur im Modus schwierig verfügbar. Das ist böse. Das ist böse. Und Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Ach du Kacke. Ob ich das überhaupt machen will, ist eine andere Frage. Scheiße. Also gerade, ich meine, normal ist schon hart bei diesem Spiel, aber schwierig? Nee. Einfach nur nee. Ich meine, wieso kann ich nicht einfach bei dem anderen hinterher auf schwer umswitchen? Aber egal, machen wir erstmal das jetzt hier. Oh nö, jetzt bin ich schon wieder ein Frosch. Oh nö. Au! Wieso? Ja, echt, ey, wieso? Na, warte. Darf ich das gerade nicht einsetzen? Obwohl, doch das eine, aber nur... Na komm. Das schafft dich. Naja, gefühlt hat es nicht viel gebracht. Aua. Strahl der Vergeltung könnte ich gleich mal machen. Yep. Ey! Böse. Ganz doll böse. Na warte. Entfesselt vernichtende Lichtstrahlen, erhöht Schaden bei Gegnern im Schockzustand, verbraucht 2 ATB-Einheiten. Jo, ist okay. Gib dir. Überlass das ruhig mir. Sehr gut, dass er da auch gerade dann immun war. Und dann ist der Sack ausgewichen. Oh, du Arsch. Die Wasserblase, die ich gemacht habe, haben sogar Schaden gemacht. Ich glaub's ja nicht. Nö. Mensch. Kann ich dich vielleicht vergiften? Bringt das was bei dir? Ja, vielleicht. Ja, doch ein bisschen. Oh, Limit, sehr schön. Obwohl, das ist ja nur dann heilen. Obwohl, das könnte ich eigentlich gebrauchen. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Nochmal versuchen hier. Bam. Ja, komm, stirb. Was geht los? Stirb! Endlich. Das hat geklappt. Aha. Ich glaube, du hast die falsche Materie ausgerüstet, Mädchen. Das kann ja heiter werden. Genau her. Los!
blöder Geist. Oh, das gibt's nicht. Schade natürlich, dass ich jetzt keine Heilung hier ausgerüstet habe. Das wäre so super, aber naja. Und dass die Sau sich immer verstecken muss, das geht doch nicht. Ist ja gleich vorbei. Immerhin. Kurz und schmerzlos. Genau. Bam. Ja, das ist doch schön wenigstens. Genau her. Hoppla. Oh, hoppla. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon was beschwören sollte. Das sollte ich eher in einer anderen Runde machen als hier. Ah, und direkt nochmal. Na komm. Jawoll. Wunderschön. Stirb! Stirb! Hat doch geklappt. Scheiß allein. Ach, ihr. Was geht los? Ah, hui. Nur du? Deine Kumpels sind ja nicht mal dabei. Okay. Das schafft dich. Genau, das schafft dich. Geht's dir nicht gut? Ups. Genau her. Alles okay? Tut mir echt leid. Tut mir einfach nicht echt leid. Hoppla. Bam. Und nochmal, yay! Und nochmal rein und los. Hui! Warte! Hoppla! Hui! Was geht los? Ups, ist dir etwas schwindelig? Ist dir etwas schwindelig? Stirb! Überlass das ruhig mir! Wuhu! Es ist vollbracht! Ich kann fliegen! Bin ich gut ausgewichen noch. Huhu. Nix da. Au. Na warte. Ja, es ist zwar abgewehrt, aber... Ey. Huh. Da hat's mich von den Beinen geholt. Du böser Fiesling, du. Na warte, das kriegst du alles zurück. Genau hier. Friss. Und nochmal, friss. In deinen Rücken, mein Freund. Kurz und schmerzlos. Genau, kurz und schmerzlos. Und wieder den Strahl, komm. Ich liebe diesen Strahl gerade. Heia. Wunderschön. Gute Arbeit. Finde ich auch. Ach ja, du. Ha, hi. Genau hier. Upsala. Nein, 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 nein. Hopp. Genau, hopp. Nee, das nicht. Auf dich. Jetzt? Ui, 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 ui. Tut mir echt leid. Ach, eine blöde Schere ist auch immer im Weg, Mensch. Und jetzt den... Ach, ich hab noch nicht ganz voll. Na komm. Genau, jetzt aber. Strahl der Vergeltung. Kurz und schmerzlos. Ist dir etwas schwindelig? Das tut mir aber leid. Genau hier. Ups, weg, 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 weg. Weg!
könnte ich eine Beschwörung gebrauchen. Shiva, komm her. Ich hab dich schon erwartet. Ah! Hallo, könntest du bitte auf Shiva gehen? Die kann nicht sterben. Dankeschön. Böse. Ganz doll böse. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nee, Shiva wirft sie schon bereitwillig in den Kampf. Und dann das... Ah, nein. Du bist aber auch scheiße gerade, ey. Weg, lass mich. Ach, meine Güte. Sehr schön. Ba, 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 ba. Das hat geklappt. War anstrengend mit ihr, aber es geht. Geometrie, Ralf. Dankeschön. Nee, nicht nochmal versuchen. Danke, zurück. Der Stress hat gereicht erstmal. Schön, etwas weiteres haben wir dadurch geschafft. Die anderen Sachen sind nur leider aber halt nur auf schwer verfügbar. Deswegen, weh. Kämpfe mit Cloud, eine Reihe von Trainingskämpfen, die bei Soldat für eine Beförderung zur dritten Klasse bestanden werden müssen. Ist wahrscheinlich das gleiche wie eben, wenn ich mir das an sich so angucke, nur halt auf schwer nochmal. Genau das gleiche wie da. Mit Tiefer, mit Ares auch nochmal und mit Ares am Schweren. Das gleiche nochmal wie gerade eben. Und das dann, wo die Gegner mehr einstecken und alles und da. Ah. Ich meine, okay, Gegenstände habe ich jetzt eh nicht eingesetzt. Aber... Naja, wenn mir dann aber die Magie ausgeht irgendwie, ne, dann habe ich ein Problem. Dann gibt es dann auch noch Zweierkämpfe, die auf schwer verfügbar sind. Und irgendwie noch ein geheimer Kampf. Ein geheimer Kampf, an dem sich die Stärksten der Starken messen können. Das heißt, wenn wir alles andere geschafft haben. Wird erst zugänglich, wenn man sich in allen Kämpfen, der sage ich ja, des Kampfsimulators und Corneus Kolosseums erfolgreich behauptet und sämtliche Kampfberichte abgeschlossen hat. Das ist auch eine Frage. Habe ich in Corneus Arena eigentlich alles gemacht? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Ha. Schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist das dann genau dieser Kampf, den man schaffen muss, dann letztendlich, um Bahamut freizuschalten. Weil, ich meine, angesichts der vielen Sterne und sowas und wenn man bedenkt, wie stark Bahamut auch ist, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber will ich das? Ich glaube irgendwie nicht. Ich meine, ich könnte es natürlich versuchen, rein theoretisch, aber, ich weiß ja nicht. Ich überleg's mir. Ich verspreche nichts, dass ich's machen werde. Es sei denn, ihr schreibt jetzt alle in die Kommentare sonst hinterher so, ja, mach das bitte. Ich glaube, dann mache ich's nur. Sonst mache ich das einfach nicht. Ich meine, es gibt noch mehr als genügend anderes für uns zu tun, ne? Was ich auf jeden Fall dann als nächstes noch zeigen werde im nächsten Part, ist natürlich eine andere Route, die ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt hatte irgendwo. Die es gibt auf dem Wallmarkt. Wenn man halt Johnny nicht aus den Augen verliert ganz zu Beginn. Wenn er vor allem wegläuft, muss man halt direkt hinterher. Und dann kann man halt das so machen quasi, um die Frauenkleider und sowas zu bekommen, wie im Original wirklich, ne? Dass man da sich das Kleid schneidern lassen muss bei dem Typen, der in der Kneipe sitzt und mit dem Parfüm und BH und keine Ahnung, was man sich da alles zusammensuchen muss. Irgendwie so auf jeden Fall in der Art. Und deswegen, das will ich natürlich versuchen, das hinzukriegen. Dass unser Johnny diesmal nicht aus den Augen verloren geht, dass ich da mal was anderes noch machen kann. Dass Chocobo Sam da nämlich unser Verbündeter wird und nicht Madame M. Und ansonsten dann natürlich halt noch das DLC mit Yuffie. Deswegen, ich würde einfach mal sagen,
Ich beende diese Kampfarena jetzt hier an dieser Stelle. Und wir gucken einfach dann mal wirklich, wieso darf ich mit Raid eigentlich nicht selber kämpfen? Wieso bist du ein passiver Kämpfer? Das ist doch schade. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, das wäre es jetzt erstmal hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part auf dem Wallmarkt wieder, würde ich mal sagen. Wenn wir uns da die andere Route angucken, hoffentlich erfolgreich. Und ja, deswegen, so weit, so gut. Wie gesagt, wenn ihr wirklich mal wollt, dass ich das hier versuche auf schwer, dann könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben, aber es sind halt wirklich nur Kämpfe und am Ende kriegt man Bahamut. Und da ich das Spiel an sich auch schon durch habe, so an sich, und kein New Game Plus jetzt direkt spielen möchte, ist es für mich jetzt nicht so wichtig. Vielleicht mache ich das irgendwann mal irgendwie, wenn auch der nächste Teil des Remakes da ist, beziehungsweise Rebirth, ne? Heißt ja dann nicht mehr Remake, aus Gründen, wie wir ja schon wissen, ne? Zack lebt und solche Sachen. deswegen, wer weiß, was passieren wird. Dann könnte es natürlich gut sein, wenn es nur hier die Möglichkeit gibt, Bahamut zu bekommen, dass ich mich daran deswegen nochmal versuchen werde. Aber jetzt erstmal so lohnt es sich eigentlich nicht direkt für mich. Ne? Deswegen würde ich mal sagen, das wäre es hier. Wie gesagt, wir haben es immerhin mit Eris hier schon mal erfolgreich geschafft. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part auf dem Wallmarkt. Und bis dahin, ciao!